Es war einmal eine Zeit, da lebte ein Mädchen, das von ihren Eltern einen kleinen, schwarzen Spiegel bekam. Und wenn es hineinschaute, konnten all die anderen Mädchen auf dieser Welt es sehen und hören. Kommt und folgt mir, sagte das Mädchen. Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem Video hier auf meinem Kanal. Leo Bellies. Du hast ja auch auf Instagram eine riesen Fanbase und YouTube machst du ja auch und Snapchat. Ist da Kreativität dahinter? Ist da Mode dahinter auf jeden Fall? 1 Million Menschen folgen mir auf Instagram. Oh mein Gott! Sondern den Traum meiner Tochter lieber. Es ist der Wahnsinn, was Leo uns hier ermöglicht. Ich will mein altes Leben nicht zurück. Wie fühlt sich das an, von echt vielen Leuten, ich sag mal, angehimmelt zu werden? Weil ihr seid ja so eine Art Stars für dich. Schon sehr, sehr krass. Oh mein Gott! Oh, Leo ist drin! Leos Leben ist einfach perfekt. Jetzt bin ich ungefähr 12 Stunden am Handy am Tag. Durch die Fanpage erst recht. Es ist extrem viel Arbeit. Du tust immer so, als würdest du alles für mich hinschieben und dann lässt du dich von denen überreden, dass ich es nochmal machen muss. Dann dauert es ja noch länger. Leo, wir werden es nie perfekt hinkriegen. Wir werden es perfekt hinkriegen, wenn man es einfach mal probiert. Bring die scheiß Luftballons gleich ins Auto und kann sich die Scheiße selber ausholen. Keiner versteht, wie viel Mühe dahinter steckt. Jeden Tag Bilder und Videos produzieren. Es ist wie eine Sucht. When you Langsam. Leo, ich sehe dich nicht. Ich spüre den Hate jeden Tag. Scheiß Mail auf sie. Ich werde dich finden. Ich werde dich töten. Ich glaube, dass meine Eltern sich nur das Beste für mich erträumen, indem ich viel Geld verdiene. Dass ich das beste Leben habe, das ich mir vorstellen kann.